Ist euch mal aufgefallen, dass wenn ihr auf dem Flügel eine Taste stumm herunterdrückt und dann den gleichen Ton im Bass ganz laut spielt oder zum Beispiel mit einer Oktave, dass man den Ton so ein bisschen mitschwingen hören kann? Das hängt mit der sogenannten Obertonreihe zusammen. Denn jeder Ton, den wir so hören, besteht aus dem Grundton, das ist den Ton, den wir bewusst wahrnehmen, und seinen Obertönen. Und die Obertöne machen den oder machen eigentlich jeden Ton erst zu dem, was er wirklich ist. Die lassen uns erkennen, ist es ein Klavier, ist es eine Trompete, ein Bass oder sogar eine menschliche Stimme. Kurz gesagt, Obertöne machen Töne interessant. Und genau das Phänomen macht sich die Duplex-Skala zunutze. Die Duplex-Skala sehen wir hier oben. Das ist quasi der Abschnitt. Man sieht hier, dass die Saiten normal gespannt sind. Dann machen die so einen kleinen Knick und sind hier nochmal auf einer kürzeren Strecke gespannt. Und diese kürzere Strecke sind eben Obertöne von den jeweiligen Tönen, die ich hier anschlagen kann. Und damit das funktioniert, muss eben sehr präzise gearbeitet werden. Und deshalb ist die Duplex-Skala ein Bestandteil von sehr hochwertigen Instrumenten, wie zum Beispiel der GX-Serie von Kawai. Ich kann ja mal eine Seite von dieser Duplex-Skala so anzupfen. Das hört sich jetzt erstmal noch ein bisschen unspektakulär an. Allerdings, wenn ich jetzt zum Beispiel in Discant Töne spiele, schwingen diese kleinen Seitenabschnitte eben auch noch mit und reichern den Klang halt nochmal an. Und gerade hohe Töne klingen dann eben sehr voll und sehr schön und brillant.